Was die Landjurgin die ganze Zeit macht, einige Erklärungen hätten wir ja schon gehört oder gesehen oder gerochen oder gelesen. Aber die Landjurgin ist ja nicht überall gleich. Während beispielsweise teilweise in Mariazell gesagt wird, dass eh nur die Bauern bei der Landjurgin sind und die anderen gar nicht gefragt werden, so ist das hier im Bezirk Hartberg doch anders. Zum Glück. Ich meine, landesweit ist es ja auch so, dass bereits 48% der Mitglieder aus nicht bäuerlichen Familien kommen. Deswegen auch das vielfältige Programm. Mir persönlich gefällt ja die Auflistung der Tätigkeitsbereiche sehr gut. Allgemeinbildung, Landwirtschaft und Umwelt, Kultur und Brauchtum, Sport und Gesellschaft. Zu erkennen ist das Ganze jetzt auch auf der neu gestalteten Einladung. Die geht meist per E-Mail zu den Mitgliedern raus. Die Frage, ob alle Leute wirklich wöchentlich in ihren Account einsteigen, bleibt wieder offen. Aber ja, einige lesen die digitale Post schon und melden sich an für die Veranstaltungen. Angemeldet zur Landjugend können sich die neuen Mitglieder direkt bei den Ortsgruppen. Unter 14 ist man zu jung für die Landjugend, über 30 zu alt. So ist es halt, ob man will oder nicht. Aber eigentlich wollte ich euch ja erzählen, was letztes Jahr so los war bei der Landjugend in Hartberg. Wo soll ich denn beginnen? Naja, am besten am Anfang. Im Dezember 2012. Da war nämlich die letzte Generalversammlung. Einige gingen, wie das so ist. Einige kamen neu in den Vorstand. Julia hörte als Leiterin auf, Therese war die neue Bezirksleiterin. Der Vorstand bestand nach der Generalversammlung, das höchste Gremium der Landjugend, aus den Vorstandsmitgliedern Josef, Theresa, Hans-Jörg, Christoph, Sabrina, Elisa, Peter, Thomas, Daniel, Monika, Clara, Anna, nochmal Christoph, Daniel, Martina, Lisa, Medier, Veronika und Andrea. Na gut, Andrea ist eigentlich nicht im Vorstand, sie war es mal früher. Jetzt ist sie Betreuerin und ist dafür sogar angestellt bei der Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft. Aber sie mögen sie, mich trotzdem gerne. Im Jänner organisierte der Bezirksvorstand das Landjugend-Gala-Dinner im Veranstaltungsraum der Wechselgau. Zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens folgten an diesem 5. Jänner der Einladung und beehrten die Landjugend mit ihrem Erscheinen. Zu essen gab es selbstgekochte Speisen mit Lebensmitteln aus der Region. Die Landjugend wurde den Damen und Herren vorgestellt. Damit immer mehr Leute eine Ahnung davon bekommen können, dass Landjugend viel mehr ist als das, was die meisten von ihnen wahrscheinlich vorher gewusst haben. Am selben Abend fand die Weinprämierung für den Bezirksbauernwald statt. Immerhin will man den Besucherinnen und Besuchern ausgezeichnete Qualität bieten und so wurde gekostet, gespuckt, geschlürft. Manche Weine durften sogar extra atmen und es wurde nochmal gekostet und bewertet. Die Sieger standen fest. Die Juroren waren heiter. Da die Landjugendveranstaltungen aber nicht lange auf sich warten lassen, ging es am nächsten Tag bereits weiter. In Böllau, das ist eine Gemeinde westlich von Hartberg, fand die Jugendratssitzung statt. Traditionellerweise werden bei diesem Treffen der Leiterinnen und Obmänner und des Bezirksvorstandes die Aufgabenbereiche für den Bezirksbauernwald gemacht. Und Karten gibt's. Manchmal auch unzufriedene Ortsgruppen, das kann schon mal passieren. Aber alles wird wieder gut. Spätestens im nächsten Jahr, hoffentlich. Wie eingangs schon erwähnt, gehörte zur Landjugend natürlich auch der Sport. Das Eisstockschießen fand wieder in Löffelbach statt. Okay, es war wieder Asphaltschießen, aber Tauben gab es trotzdem. Die wurden mehr oder weniger gut getroffen und die Sieger standen dann doch fest. St. Lorenzen. Die Herren aus St. Lorenzen vertraten dann den Bezirk beim Landeseisstockschießen und belegten den 15. Platz. Mittelfeld. Fein. Applaus, Applaus bekam auch die Ortsgruppe Wenigzell für die Darbietung der Bolognese in Graz beim Tag der Landjugend. Auch die Ortsgruppe Hartberg hatte Grund zu feiern. Ihr Projekt Geocaching in und um Hartberg wurde mit der Bronzemedaille im Rennen um den goldenen Panther ausgezeichnet. Man könnte fast meinen, dass alle anderen Ortsgruppen auch etwas gewonnen haben, weil so viel gefeiert wurde. Aber der Tag der Landjugend ist eben für viele Ortsgruppen aus dem Bezirk ein Pflichttermin, weil man dort Leute trifft, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht. Und wenn doch, dann macht das nichts. Jugend ist ja flexibel. Jugend ist aber nicht nur flexibel, sondern auch fleißig. In einer Nacht kann so viel Geld erwirtschaftet werden, dass Geld über das ganze Jahr vorhanden ist. Meiner Meinung nach ist das schon extrem, wenn man sich das genauer überlegt. Aber es ist gut so. Diese Möglichkeit besteht nur deswegen, weil alle angreifen und helfen. Bauernbund und Landjugend organisieren einmal im Jahr den Bezirksbauernball. Den größten Ball im Bezirk Hartberg. Entschuldigung, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld natürlich. Das einzig Konstante im Leben ist die Veränderung. An manche Veränderungen gewöhnt man sich schneller, an andere eben nicht so schnell.
Aber um nicht sentimental zu werden, kommen wir wieder zum Ball zurück. Letztes Jahr konnten noch mehr Besucherinnen und Besucher den Ball besuchen, weil es erstmals ein Café auf der Tribüne gab. Zum Runterschauen, zum Tratschen, zum Beobachten, zum Entspannen, kurz zum Kaffee trinken eben. Manche Neider freuten sich, weil sie glaubten, dass der Ball echt nicht mehr gut geht. Doch dass der Freiraum, der entstand, das Resultat der zweiten Ebene war, verstanden einige nicht. Sie meinen, ich bin bissig? Nein, ist ja nur die Wahrheit. Die Ortsgruppe Wenigzell tanzte die Bolognese. DJ Stroh? Warum liegt hier Stroh rum? Heizt in der Disco ein und die Wörtherseher ließen die Tanzbeine schwingen. Die Glockenspieler, bekannt von der großen Chance, ließen stolz ihre Glocken schwingen und holten sich dafür gleich andere Leute auf die Bühne. Gemeinsam ist es ja doch lustiger. Und natürlich wurden vor allem heimische Getränke unters Volk gebracht. Qualität geht vor. Und ein Dank ist angebracht an René Nörer vom Bauernbund, an die Bäuerinnen, die das Café betreuten, an die Mitglieder des Bauernbundes und jeder einzelnen Ortsgruppe der Landjugend, den Bezirksvorstand, den Weinbauern, der Hartberghalle, der Gärtnerin, der Feuerwehr, den Sicherheitshunden, den Gitteraufsteller, den Schankbauern, der Reinigungsmaschine, den Heizschwammern und. Man merkt, ich könnte ewig so weitermachen. Kurz, danke. Gehen Sie gerne wandern, spazieren? Wie wäre es mit einem Winterspaziergang? Gemütlich natürlich, mit ganz großen Schuhen an den Schuhen dran. Und Stöcken, klingt komisch, ist es aber nicht. Mit Schneeschuhen sinkt man bei tiefem Schnee nicht ein. Interessant, oder? Und die Landjugend wollte das ausprobieren. Einsteigen, Luft holen, los geht's. Vom Skilift Mönichwald weg legten die Schneehasen doch einige Kilometer zurück. Von Druckstellen und Blasen konnten leider nicht alle verschont bleiben. Ist nicht so schlimm, die Blasen bleiben dann eh nur 2, 3 oder 4 Wochen. Da kann man dann mit verbissenem Gesicht aufgrund der Schmerzen oft an diesen wunderschönen Tag denken. Und weil es aber wirklich eine tolle Veranstaltung war, wird sie im nächsten Jahr fortgeführt werden. Würde es in Grafendorf noch diese Dorfschreier geben, dann hätte diese im März verkünden können. Ach Leute, zu mir höret, in Grafendorf was Neues ist passiert. Da war nicht viel für die Jugend, was uns störet. Doch nun geht es sie wieder, holt die Becher, der wird kassiert. Im Gasthaus Kirchenwirt wurde in der Tat die Landjugend in Grafendorf wieder gegründet. Einige Jahre lang war jetzt Pause, Kreativpause. Jetzt kann es wieder weitergehen. Und es sind Leute da, die nicht nur etwas weiterführen wollen, nein, sie sind dazu bereit, etwas zu beginnen. Allen jungen Menschen im Vorstand sei dafür zu danken. Für den Mut, die Begeisterung. Ihnen ist zu wünschen, dass Sie nicht aufgeben, wenn es schwierig wird. Wir glauben an Sie. Alles Gute. Danke, sagt Österreich, weil es am 21. Juni 1978 ein Fußballmatch gab. Prohaska, Kranke, Schachner, Hickesberger, das waren noch Fußballgrößen. Einige werden schon daran gedacht haben. Cordoba. Während es in Österreich ein Begriff ist, fragen sich die Deutschen wahrscheinlich noch, ob es was zu essen ist. Nein. Sieg der österreichischen Nationalmannschaft gegen Deutschland in Cordoba. Das liegt in Spanien. Das muss man sich mal vorstellen. Den Sieg meine ich, nicht dass es in Spanien liegt. Beim Hallenfußballturnier der Landjugend ist das doch ein bisschen anders. Da gewinnen nicht immer nur die gleichen. Heuer konnten bei den Herren Schäffern vor St. Lorenzo und Stubenberg gewinnen. Die Damen machten die Entscheidung etwas spannender. Im Elfmeterschießen erst konnten die Damen aus St. Lorenzo den Sieg mit nach Hause nehmen. Schäffern 1 wurde Zweiter, Schäffern 2 Dritter. Ganz schön kompliziert irgendwie. Torschützenkönige wurden Markus Butz und Michael Pfeffer, beide Schäffern. Torschützenkönigin wurde Andrea Zingel aus Lechenskirchen. Die Landjugend Bingau verköstigte die hungrigen Mannschaften. Danke. Wissen ist Macht. Ich weiß nichts, macht auch nichts. So könnte man meinen. Beim 4x4-Bewerb rund um den Stubenbergsee weiß man bestimmt nachher mehr als vorher. Die Themenpalette reichte von Demokratie und 170 Jahre Peter Rosecker über neue Wege der Landwirtschaft und ländlicher Raum bis hin zu Amerika und Innovationen aus Österreich. Interessant, nicht? Zusätzlich gab es noch lustige Praxisstationen. Liedergurgeln, Wäschegruppen, Mambo, Zeitungen falten, Rodeo reiten und die Nudelralle. Hey, nicht falsch verstehen bitte. Danke. Seit über 40 Jahren gibt es diesen Bewerb schon und auch heuer waren beim Regionalentscheid 23 Teams dabei. Schäffern und Dechanskirchen gewannen ex aequo.
Schäffern vertrat uns beim Landesentscheid und konnte dort den 10. Platz erreichen. Applaus, Applaus. Wer versorgte alle mit Getränken und Essen? Ortsgruppe Stumberg. Danke. Weiß eigentlich jeder hier im Raum über Gütesiegel Bescheid? Ist das nicht mittlerweile schon ein bisschen verwirrend geworden? Austria, Bio, Fairtrade, Armer Gütesiegel etc. Um Klarheit zu verschaffen, organisierte die Landjugend und der Bauernbund die Informationsveranstaltung Gütesiegel Dschungel, Segen oder Fluch für die österreichischen Konsumenten und Produzenten. Diplomingenieur Rüdiger Sachsenhofer vom Qualitätsmanagement der AMA referierte und bescherte rund 60 Besucherinnen und Besuchern in der Fachschule Kirchberg einen interessanten Abend. Gut gemacht, weiter so. Dass die Damen und Herren aus Hartberg viel drauf haben, das müssten mittlerweile eh schon alle wissen. Und da gibt es eine Hartbergerin, die macht alle anderen Rednerinnen und Redner aus der gesamten Steiermark fertig. Martina Schönkrundner. Heuer holte sie Gold beim Landesentscheid in der Kategorie Präsentation und belegte zusätzlich den ausgezeichneten 5. Platz in der Königsdisziplin des Redens, der Spontanrede. Da muss man schon was drauf haben. Sie hat es. Gratulation. Daniel Windhaber aus Stubenberg konnte auch in der Kategorie Präsentation unter die Top 10 kommen. In der Spontanrede platzierte er sich im guten Mittelfeld. Das sind Leute, die sich trauen, die Mutigen. Die, von denen wir in Zukunft noch viel hören werden. Wir können gespannt sein. Einige Jugendliche wagten sich beim Bildungswochenende an das Thema Zeit heran. Mit Referentin Margit Rinhofer bearbeiteten sie das Thema Zeitmanagement. Am Nachmittag beglückte Andreas Brenner die Mitglieder mit seinem Wissen über Homöopathie und die Kraft der eigenen Gedanken. Über das Programm am Sonntag freuten sich vor allem die Jungs. Zumba! Es gibt keine Fotos, Beweisfotos sozusagen. Schade eigentlich. Man kann vermuten, dass die Landessommerspiele bei allen anderen Landjugendbezirken deswegen so beliebt sind, weil sie bei uns in Schileiten stattfinden. Ja, damit es auch noch außer der wunderbaren Luft und den netten Menschen auch noch was zu tun gibt, organisiert der Landesvorstand einige Bewerbe, einige Spiele im Sommer bei den Landessommerspielen. Klettern, Dreikampf, Mountainbike, Staffellauf, Volleyball, Fußball, Tischtennis, 100-Meter-Lauf, Völkerball und. Carolina Granabetter aus Stubenberg erreichte den 3. Platz beim Dreikampf. Peter Kratzer, auch aus Stubenberg, erreichte beim Tischtennis den 4. Platz. Welchen Platz die beinahe schon legendäre Volleyballgruppe aus Stubenberg erreichte, findet man nirgends, warum auch immer. Und Martina Schöngrundner, Ortsgruppe Hartberg, haltet euch fest, holte den Landessieg im Klettern nach Hartberg. Schon bewundernswert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie selbst ja auch nicht mehr der allerjüngste Hüpfer ist. Martina ist, so kann man sagen, der Mario Haas des Kletterbewerbs der heurigen Sommerspiele. Sie wird nicht älter, sie wird besser. Gratulation. Josef Singer, Seppi, hatte Ende Juli ein Problem. Bei ihm war die Anmeldung für die Betriebsexkursion und alle riefen ihn an. Und gerade als er selbst einmal einen Anruf tätigen wollte, ging es nicht, weil sich schon wieder jemand anmeldete. Blödes Timing. Das Telefon klingelte nämlich nur zweimal. Die Böllauer Betriebsexkursion führte zum Unternehmen Steirerfrucht, zur Firma Saatzucht Gleisdorf und zur Brauerei Kratzer. Nach einer kurzen Rast in einer Telefonzelle ging es nach Hause, wenn da nicht Seppi wäre. Dass Seppi besonders viele Vorzüge hat, wissen bereits eh schon fast alle. Er hat sogar eine ganze Anlage mit gutem Obst. Die Heidelbeeren überlebten vielleicht die Trockenzeiten dieses Jahres, nicht aber die Landjugendgruppe. Mahlzeit. Tagelang machten sich auch aus unserem Bezirk einige Jugendliche, sagen wir besser einige Junggebliebene, auf den Weg nach Mariazell. Bei der steiermarkweiten Wallfahrt pilgerten heuer 300 Mitglieder nach Mariazell und konnten ein Gemeinschaftserlebnis der besonderen Art erleben. Weihbischof Franz Lackner zelebrierte den Jugendgottesdienst am Sonntag in der Basilika, der den feierlichen Abschluss bildete. Gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam durchhalten, gemeinsam ein Ziel erreichen. Es ist verständlich, dass einige meinen, dass die Erlebnisse gewaltig sind und einen nicht zu schnell loslassen.
Tatort Jugend, was ist passiert? Die Landjugend bewegt das Land. Österreichweit fand heuer der bewegte Landjugendsommer, ein Austausch, statt. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden werden gemeinnützige Aktionen und Projekte umgesetzt und auch aus dem Bezirk Hartberg waren sehenswerte Aktionen dabei. Die Ortsgruppe Hartberg spielte Obelix und brachte Hinkelsteine auf den Weg zur Ringwarte, um Leute von nah und fern den Weg zum Ziel zu verschönern. Die Landjugend Böllau konnte den Zaun der Volksschule und des Kindergartens Schneck renovieren und auch Spielgeräte wurden wieder auf Vordermann gebracht. In Wenigzell wurden über 20 Sitzbänke hergestellt, die entlang der Wanderwege für neue Sitzmöglichkeiten sorgen. Oder vielleicht zwischen jedem Haus. Bis man beim Nachbarn angekommen ist, kann man vielleicht schon eine Rast vertragen. Die Ortsgruppen, die mitgemacht haben, können stolz sagen, wir bewegen das Land. Beim Gesundheitstag in der Fachschule St. Martin konnten die Mitglieder, wie soll ich das jetzt sagen, Punkte lernen, die auch die Darmbewegung in Gang setzen. Sowas gibt's? Ja, wirklich. Und auch andere Druckpunkte für Beschwerden im Alltag wurden gezeigt. Buchautor Hannes Steiger, ein Experte im Bereich Akupressur, teilte einen kleinen Teil seines umfangreichen Wissens mit den Jugendlichen und ließ sie staunen. Die Stärkung zum Mittag wurde auch selbst von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zubereitet. Am Vormittag schnelle Küche war das Thema und Michaela Mauerhofer, Seminarbäuerin, zeigte praktische Zubereitungsmöglichkeiten her. Leckere Speisen, angenehme Atmosphäre, lustige Gesellschaft. So schauen Bildungstage bei der Landjugend aus. Ciao, ciao, die Landjugend kocht und das mitten in Hartberg. Und nicht nur in Hartberg wurde gekocht, sondern am selben Wochenende steiermarkweit, um den Fokus auf Regionalität und den großen Wert der Bauern zu lenken. Der Körper braucht's, der Bauer hat's. Hört, hört. Treffen kann man ja verschiedene Leute oder Sachen. Den Ronaldo am Flughafen in Lissabon, einen guten Freund in Hartberg, die Stefanie Gloß vor dem Konzert in Graz, einen Mexikaner in der Oststeiermark, Dosentürme in Wiener Prater, das Bullauge beim Dartspielen im Jugendraum, Kühe auf dem Weg nach Mariazell, das Ziel beim Bogenschießen in der Obersteiermark und Zielscheiben und Rehe in Bingau im Schützenheim. Beim bezirksweiten Luftdruckgewehrschießen, organisiert von der Ortsgruppe Bingau, nutzte das Team Bingau 2 den Heimvorteil und holte sich den ersten Platz in der Gruppenwertung. Bei der Einzelwertung gewann Martin Rodler. Für alle, die nicht getroffen haben, die Jäger freuen sich auf neue Mitglieder. Treffen kann man auch den Obmann oder die Leiterin. Aber nicht immer nur die eigenen, auch mal alle anderen. Das geschah Ende November und es wurden Ziele evaluiert und formuliert, diskutiert und philosophiert. Okay, dass philosophiert wurde, stimmt nicht. Aber es wurde gelacht, geplaudert, überlegt und erzählt. Außerdem wurde gewichtelt. Der Einsatz, Besuch der einen Ortsgruppe bei einer Veranstaltung der anderen Ortsgruppe. Um Vernetzung zu schaffen, um was mitzubekommen. Wer will auch schon ein Landjugendblitz sein? Es gibt Tätigkeiten im Landjugendjahr, die haben was mit dem Bezirksvorstand zu tun, aber aktiv waren nicht alle dabei. Aus sicherer Quelle weiß ich, dass hier mit externen Personen gearbeitet wurde und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das kleine Wunder heißt Fabian. Die Landjugend Wenigzell kann somit schon ein Anmeldeformular reservieren. In gut 14 Jahren darf er dann ja auch schon zur Landjugend gehen. Wir wünschen dem ersten Bezirksvorstandsbaby von unserer Veronika und Andreas alles Gute und Gottes Segen. Bis jetzt habt ihr größtenteils Bezirksveranstaltungen gesehen. Da gab es noch weitere von Partnern, vom Bezirk und viele andere der Landesorganisation mit Hartberger Beteiligung. Ich werde kurz zusammenfassen. Kletterkurs, Bobeltreffen, Bezirksbauernballjause, Generalversammlung Fürstenfeld, Herbsttagung, Regionsgremien, Bildungstage, diverse Generalversammlungen, auf Zack Bildungswochenende, Action Day, Landesgeneralversammlung, Klausurbezirk Hartberg, Betreuerinnen-Seminar, Komiteesitzungen, Graz-Marathon, Bezirksbäuerinnen-Tag, Agrar- und Genuss-Olympiade Land, Kammervollversammlungen, Agrarkreissitzungen und Vorstandssitzungen. Irgendwas habe ich sicher vergessen. Nicht nachtragend sein, bitte. Aber ich glaube, man kann erkennen, dass in der Landjugend viel passiert. Dass der Eindruck entstehen kann, dass die Landjugend echt Spaß macht, was sie auch tut. Sie bereichert, Erfahrungen werden gesammelt. Man wird auch mal scheitern, aufstehen und neu starten.
Konflikte werden ausgetragen und Kompromisse geschlossen. Freundschaften entstehen, Zusammenhalt ist gegeben. Wenn man mit Leuten redet, die früher bei der Landjugend waren, so beschreiben sie die Zeit in der Landjugend als eine der schönsten Zeiten in ihrem ganzen Leben. Viele unserer Eltern waren damals schon Funktionäre. Wahrscheinlich haben sie auch deswegen meist viel Verständnis dafür, wenn man kaum zu Hause anzutreffen ist, wenn bei der Landjugend was passiert, weil da Engagement ist. 188 Jugendliche in den Vorständen sorgen dafür, dass die Landjugend im Bezirk Hartberg das ist, was sie ist. Und das kann sich schon sehen lassen. Qualität, die unbezahlbar ist. Wir bewegen das Land. Landjugend Bezirk Hartberg.